Herzlich willkommen im Klinikum St. Georg. Schön, dass Sie uns zuschauen. Wir wissen es alle und tun es trotzdem. Wir essen viel zu viel Süßes und bewegen uns nicht. Jeder fünfte Deutsche ist zu dick. Um Fettleibigkeit und wie man erfolgreich abnehmen kann ohne Operationen geht es gleich bei uns. Außerdem wollen wir wissen, wie geht man hier im St. Georg mit dem Thema Alternativmedizin um? Was gibt es für Angebote? Für wen sind sie? Und was davon zahlt die Krankenkasse? Der Operationsbereich ist das Kernstück eines Krankenhauses. Neue Operationssäle sorgen für mehr Sicherheit am Patienten und erleichtern die Arbeit der Ärzte. Hier am St. Georg hat man mit dem neuen Operationsbereich einen Meilenstein gesetzt in der 800-jährigen Geschichte des Klinikums. Mit diesen 6 neu geschaffenen OP-Sälen haben wir in diesem Haus, in unserem Haus, einen ganz wesentlichen Meilenstein in der 800-jährigen Geschichte des Klinikums erneut setzen können. Mir war es nochmal wichtig, in unserem Krankenhaus vor Ort zu sein, bei einem so schönen Anlass. Das ist ein wichtiger Zukunftsschritt, um das Klinikum aufzustellen. Zum Schluss wünsche ich Ihnen, den Operateuren, hier eine angenehme OP-Atmosphäre. Gutes Gelingen, Glückwunsch. Vielen Dank. Ich wünsche uns allen, dass wir möglichst nicht unter Skalpell kommen. Wenn es sein muss, dann wir. Kommen Sie ruhig noch rein, es ist noch Platz. Darauf Wert gelegt worden, dass eine Zukunftssicherheit vorhanden ist. Dann wird es sozusagen einmal hier rübergefahren. Dann nicht mehr woanders hinfassen dürfen. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt, dass ich das hier empfehlen würde. Wir gehen einmal auch in die OP-Säle rein. Da kommt man dann hier rein. Auch wieder rausgefahren, übergeben. Wie kommt dann in diesen Raum? Operationskamera. Wir haben eine Kamera. Über den neuen Operationsbereich rede ich jetzt mit Herrn Dr. Günther. Was ist denn für Sie neu und was hat sich verbessert? Es ist vor allen Dingen die Größe. Die OP-Säle sind knapp bemessen und der neue OP ist doch etwas größer gegenüber den älteren Modellen und er hat Tageslicht. Und die Größe ist deshalb so entscheidend, weil die modernen Techniken heute auch viele Geräte bedürfen. Also der Patient im OP-Saal ist das Kleinste, was man dort findet. Die größeren Sachen sind alle technischer Art. Und ob das das Neuromonitoring ist, ob das die Neuronavigation ist, also dieses Finden eines Tumors im Gehirn, bedarf Computertechnik mit Kameraaufstellung. Es ist der Ultraschall, es sind die modernen Narkosegeräte. Alles braucht Platz und Kabel, so wie Sie es auch bei Ihren Sendungen hier sehen. Alles muss verkabelt werden. All das braucht Platz und den haben wir jetzt. Wie hat sich denn das Operieren an sich verändert in den letzten 10, 20, vielleicht auch 30 Jahren? Die Strategien eigentlich wenig. Ich überblicke jetzt über 30 Jahre Neurochirurgie. Und das sind eigentlich die Grundsätze der Operation, auch schon von unseren, wenn man so möchte, Vätern praktiziert worden. Was sich revolutionär entwickelt hat, das ist die Technik, die uns hilft. Also, so wie Sie das auch kennen, ne? Wir haben angefangen mit einem normalen Tastentelefon und sind jetzt beim Smartphone. Und so ähnlich ist es auch in den OP-Sälen, dass Sie Massen an digitalen Informationen ohne weiteres transportieren können, dass sie OP-Bilder in
auf Bildschirme projizieren können, die eine Auflösung haben mit HD-Qualität, was sie früher alles nicht hatten. Es sind die Instrumente, die durch Navigationshilfen geführt werden können. Das ist wirklich revolutionär in den letzten 20 Jahren vorangekommen. Aber das Denken, das ärztliche Denken, eigentlich wenig. Da hat sich wenig getan. Sind jetzt die Operations-, die Schnitte und die Wunden kleiner als früher? Kann man viel präziser arbeiten? Es wird sehr viel gesprochen, wie groß der Hautschnitt ist. Das ist auch nicht unwichtig, aber viel wichtiger ist das, was Sie angesprochen haben, was man in der Tiefe macht. Also, dass man wirklich präzise, ohne großen, man würde sagen, Kollateralschaden, ne, bis dorthin kommt. Das hat sich sicherlich gewandelt und ich hatte schon angesprochen, diese Neuronavigation ist ja nichts anderes als das Nachempfinden, das, was wir im Auto auch kennen, mit dem GPS. Wir können uns genau bewegen und der Computer gleicht das mit Bildern, die er vorher gespeichert hat, ab. Und das macht eine Präzision aus, die in den letzten Jahren immer perfekter geworden ist, auf den Millimeter, um eine Zahl zu nennen. Was sind eigentlich Ihre Aufgaben als Neurochirurg? Also alles, was mit Nerven zu tun hat, wie das Wort schon sagt. Und das geht los mit dem Gehirn, unserem Zentralcomputer, dann das Rückenmark bis runter zu den Nervenwurzeln, die sich dann aufzweigen in die einzelnen Körperteile und die peripheren Nerven. Und dann wieder, wenn man die Möglichkeiten der Erkrankung oder der Schädigung nimmt, das ist die Traumatologie, also wenn Nerven verletzt werden, wenn Nerven erkranken, wenn sich Nerven entzünden und so weiter. Ne? Das ist ein relativ weites Feld, weil alles in unserem Körper wird ja irgendwo, also ist verkabelt und damit wird es auch von dem Zentralcomputer gesteuert und verteilt über diese Rückenmarksfasern, sodass man, obwohl man an sehr lokalisierten Orten arbeitet, eigentlich mit dem ganzen Körper zu tun hat. Und das ist die Faszination auch an dem Beruf. Die Operation ist das eine, aber wie wichtig ist die Vor- und Nachbereitung einer Operation? Das, was wir schon eingangs angesprochen haben, das ist ja diese Technik, die da dran hängt. Also man rechnet so rein von den Prozessabläufen ein Drittel Vorbereitung, ein Drittel OP, ein Drittel Nachbereitung. Das kann variieren, aber das ist schon enorm. Also wenn wir einen Hirntumor operieren, braucht man eine Vorlaufzeit mit Neuromonitoring von einer Stunde, anderthalb Stunde. Mhm. Der Patient dann schon schläft, also sprich in der Narkose liegt und dann verkabelt wird. Und das sind schon große Zeiten. Und wieder mit Menschen angefüllt, mit denen man zusammenarbeiten muss und mit denen man absprechen muss, wo man Standards einführen muss. Ja. Jetzt habe ich als Laie schon oft von Operationen gehört, die ganz, ganz lange dauern. Von 8 Stunden war die Rede, manchmal 14 Stunden. Macht das dann ein Arzt? Teilen Sie sich rein in Schichten oder müssen Sie tatsächlich die ganze Zeit konzentriert am OP-Tisch stehen? Also kann ich nur für unsere Klinik sprechen. Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Es gibt also Kliniken, wo auch die Assistenten dann den Zugang machen und der Operateur, der Hauptoperateur, wenn man das so sagen möchte, kommt dann dazu. Bei uns ist das Teamarbeit in dem Team von A bis Z, was den neurochirurgischen Part anbelangt. Alle anderen, ob das die OP-Schwestern sind, die Narkoseärzte sind, die wechseln. Der Rest bleibt am Tisch. Die ganze Zeit, 8 Stunden? Und wenn mal jemand mal auf Toilette muss oder Mittagspause und der Magen knurrt? Vieles ist Training, das kennen Sie aus anderen Berufen auch. Und wenn man weiß, dass man am nächsten Tag so eine Operation hat, dann wird die Ernährung umgestellt, dann wird der Schlaf entsprechend eingeteilt. Das ist einfach etwas, was natürlich ist und was man dann auch kann. Was war bisher so Ihre größte Herausforderung in der Operation? Schwierigste Operation vielleicht? Operationen, da wächst man hinein, man trainiert das. Es ist immer noch das Schwierigste, Patienten einzustimmen auf das, was auf sie zukommt, was auf die Angehörigen zukommt. Und das sind es eigentlich so die Schicksale, wenn man keine Hilfe mehr anbieten kann, wenn man nur noch begleitet, dann wirklich mitleidet auch mit den Patienten. Und wo man dann auch manchmal Situationen hat, wo man enttäuscht, weil man die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Also das sind solche Sachen, die eigentlich näher gehen. Es ist weniger das Technische. Das ist Handwerk, das ist etwas, was trainiert wird. Das ist wie Sport. Ja.
Können Sie sich noch an Ihre allererste Operation erinnern? An Ihren ersten Patienten? Ja, aber da muss man sagen, das sind ganz einfache Operationen, die man da macht. Und das war das Freilegen eines peripheren Nerven, der eingeklemmt war. Und das ist eine Operation, die beim Erfahrenen 10 Minuten dauert. Das war jetzt etwas Kleines. Und bei Ihnen hat es wie lange gedauert? Ja, beim Assistenten dauert etwas länger. Ich denke, es eine halbe Stunde wird es gedauert haben. Mit Erklären, allen drum und dran. Dankeschön, Herr Dr. Günther. Gerne. Komplementär heißt so viel wie ergänzen oder komplettieren und Komplementärmedizin ist sozusagen wortwörtlich die ergänzende Medizin oder die Alternativmedizin. Zwei populäre Beispiele dafür, Osteopathie und Akupunktur. Hier am Klinikum St. Georg gibt es die Schulmedizin und die Komplementärmedizin und wie diese beiden zusammenarbeiten, das schauen wir uns jetzt an. Ich hatte eine Odyssee von Arzt zu Arzt hinter mir, weil ich unerträgliche Schmerzen habe und wollte unbedingt etwas finden, was mir hilft, von den vielen Tabletten runterzukommen, die man mir eigentlich als einzige Alternative oder eine Operation angeboten hat. Anne-Rosa Höffel im Zentrum für Komplementäre Medizin des Klinikum St. Georg. Ihr Tag beginnt mit einer osteopathischen Untersuchung. Osteopathie ist eine Methode, mit der über Behandlung über die Hände und Tastung mit den Händen Gewebefunktion beurteilt werden kann und Gewebefunktion verbessert werden kann. Die Patienten spüren das im Nachgang darin, dass Befindlichkeiten des Körpers besser werden. Sie haben weniger Schmerzen, können besser Luft holen. Das Gewebe ist dann im Tonus besser. Auch mit Heidlinde Klein gehen die Ärzte und Physiotherapeuten bei einer Blutegeltherapie neue Wege. Geduldig lässt sich die Patientin das Tier auf den Ellenbogen setzen. Denn schon einmal hat sie von dieser alternativen Heilmethode profitiert. Ich hatte jahrelang Probleme mit den Knien beim Treppensteigen und so. Und die Medikamente haben auch nicht mehr so das Ergebnis gebracht. Und dann bin ich zu Frau Wede gekommen. Und Frau Wede hat mich von den Blutegeln überzeugt. Und das hat gut getan. Medikamente brauche ich fast gar keine mehr. Und ich kann wieder Treppen steigen. Die Wirkung der Blutegeltherapie beruht auf einer Verbesserung des Blut- und Lymphflusses, einer lokal antientzündlichen Wirkung und einer Reflexwirkung. Jeder Patient erhält seine eigenen, speziell für diesen Einsatz bestimmten medizinischen Blutegel. Die Blutegeltherapie ist eine sehr schonende Behandlungsmethode mit wenigen Nebenwirkungen. Die Patienten gerade mit Kniegelenksarthrose oder anderen Arthrosen profitieren recht lange von sogar einer Behandlung, teilweise ein halbes bis ein Jahr. Ein weiterer Schwerpunkt, die aus der chinesischen Medizin stammende Akupunktur. Gezielte Stiche sollen den gestörten Energiefluss im Körper lösen und so chronischen Schmerzen entgegenwirken. Ich habe es ein bisschen für Humbug gehalten, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass das die Methode ist, die neben der normalen Schulmedizin auf alle Fälle Anwendung finden sollte. Im wachsenden Zuspruch der Patienten sieht auch Oberärztin Dr. Katja Blumstengel die Vorteile der komplementären Medizin bestätigt. Bei Übelkeit, bei Erbrechen als Folge von der Chemotherapie, bei Verstopfung, bei Durchfall, bei Schlafstörung, bei innerer Unruhe oder großer Müdigkeit, also all solchen Befindlichkeiten, wo man vielleicht nicht immer gleich ein Medikament geben muss, sondern erstmal zu Verfahren greift, die relativ nebenwirkungsarm sind. Anne-Rose Höffel hat ihre Lebensqualität zurück. Dank komplementärer Medizin. Es hat mir eigentlich den Schmerz so erträglich gemacht, dass ich jetzt schon 14 Tage ohne eine Tablette ausgekommen bin. Das Thema Komplementärmedizin möchte ich jetzt vertiefen mit Dr. Günther und an seiner Seite dazugekommen ist die Physiotherapeutin Mira Wede. Komplementärmedizin und Schulmedizin, wie passt das zusammen und wie wird hier zusammengearbeitet? Das ist letzten Endes eine Einstellungsfrage oder Philosophie, wie man an etwas herangeht.
Ich denke mir, dass es sehr gut zusammengeht, weil die Schulmedizin, das, was wir unter Schulmedizin verstehen, die westliche Medizin, die organorientierte Medizin, das ist schon so, dass man sich auf eine Sache konzentriert. Das Bein ist kaputt, es ist gebrochen, ne? Das muss wieder gerichtet werden. Das ist im Fokus, und das, was wir manchmal etwas vergessen darüber, und das, was gerade Kollegen wie Frau Wede ja in ihrem Fokus haben, das sind diese Abläufe, wie die Muskeln funktionieren drumherum, wie der Schaden da zustande gekommen ist. Und wir in der Neurochirurgie, wir haben die Komplementärmedizin deshalb mit dabei, weil die Komplementärmedizin sich um Balancen kümmert. Das kennt nur jeder, das Yin-Yang-Zeichen und das Ineinandergreifen und Dysbalance, Balance. Und wenn man eine Lähmung hat, dann ist ein System außerhalb der Balance. Man kann die Ursache der Lähmung beseitigen, nehmen wir an den Hirntumor, aber was noch die ganze Zeit braucht und eben auch Unterstützung braucht, das sind eben dann die Dysbalancen. Und der Patient beklagt ja nicht, ich habe einen Tumor im Kopf, sondern er beklagt, ich kann dies und jenes nicht machen. Und da zu schauen, dass man beides anbieten kann, ist auch faszinierend, dass man eben neben der Hightech-Medizin auch Gedanken übrig hat und das mit einschleust. Und was uns auch im Herzen liegt, ist, dass diese Mystifizierung weggeht. Es gibt ja auch Gegner, die sagen, Schulmedizin, das ist alles Vergiften des Körpers und ganz, ganz schlimm. Und genauso gibt es auch ein Lager, das sagt, alles, was aus Komplementärmedizin kommt, ist Humbug, ist Scharlatanerie. Das stört mich eh immer, diese Extrempositionen, sondern man sollte halt schauen, was im Leben an Erfahrung gesammelt worden ist, und die sollte man nutzen. Man kann sie ja dann immer noch beiseite legen, aber man sollte nicht von vornherein etwas ablehnen. Und das macht Spaß, und wenn man dann Kolleginnen und Kollegen hat, die da mitziehen, das ist schön. Schön, wenn Sie gegenseitig ein Ohr füreinander haben. Wie sieht denn das dann in der Praxis aus? Was bieten Sie an? Was für Behandlungsmethoden? Wir in unserem Zentrum bieten an die Hypnotherapie, die Blutegeltherapie, die Osteopathie und die traditionelle chinesische Medizin. Kommen wir doch gleich mal zu den Blutegeln. Die haben wir hier gerade vor uns stehen. Wie funktioniert das mit der Blutegeltherapie? Die Wirkung der Blutegeltherapie basiert eigentlich auf der Zusammensetzung des Speichels. Der Egel hat ca. 30 Substanzen in seinem Speichel, die alle zusammen durchblutungsfördernd, lymphstrombeschleunigend und damit auch entstauend wirken, schmerzlindernd am Ende und damit eine bessere Beweglichkeit bringen für das Gelenk. Nehmen wir mal das Kniegelenk. Ich habe chronische Schmerzen, also ich jetzt nicht, aber viele Menschen haben das. Dann werden Blutegel hier dran gesetzt, und was passiert da konkret im Knie? Der Patient stellt sich bei uns vor. Es erfolgt eine genaue Untersuchung, Anamnese, und wenn die Therapie so stattfinden kann, kommt der Patient zu einem zweiten Termin. Beim Kniegelenk speziell werden circa 6 Blutegel angesetzt. Die raspeln sich am Anfang so durch die Haut. Das ist ein ganz, ganz leichtes Brennen. Nach circa 5 Minuten merkt man eigentlich gar nichts mehr. Und dann sitzen die so circa 90 Minuten, bis sie vollgesaugt sind, und fallen dann von alleine ab. Danach wird ein dicker Verband drum gemacht, weil die Wunden 12 Stunden nachbluten. Das ist das Kalin, also das ist ein Wirkstoff in diesem Speichel, bewirkt also, dass das 12 Stunden nachblutet, sich die Wunde reinigt sozusagen auch. Und ja, nach circa 3-4 Wochen kann der Patient dann sagen, was ihm diese Therapie jetzt speziell gebracht hat. Und was sagen die dann meistens? Also wenn das Blut ausgetauscht wird oder gereinigt wird, was hat das dann für Folgen oder für, ja? Die meisten Patienten merken also zuerst, dass gerade diese Kniegelenksarthrosen, diese derbe Schwellung, dass also das Gelenk nicht mehr so dick ist, ja, dass es damit besser beweglich ist. Sie haben weniger Beschwerden, ja, sie können besser die Treppen laufen, sie können sich besser hinknien und so weiter und so fort. Meistens nach einer Behandlung profitieren die Patienten bis zu einem halben Jahr von. Können sich wieder besser bewegen und vielleicht wieder Sport machen, was dann zur Folge hat, dass das Gelenk wieder vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Genau. Klingt gut. Wie ist das mit der Hypnose? Wie funktioniert das? Also ich muss sagen, ich mache die Hypnose nicht. Das ist die Oberärztin Wetzel bei uns. Mhm. Und das ist aber eine Technik,
die am Ende zur Entspannung, zur Angstlösung genutzt wird. Es ist wie bei vielen solchen Therapien, der Patient muss sich auf diese Therapie einlassen. Also es ist anders als mit einer Tablette, die nimmt man ein und die wirkt, ob man dran glaubt oder nicht. Und bei einer Hypnose muss der Patient schon einen aktiven Part mit übernehmen. Es sind die Zwangsstörungen, die mit dabei sind. Ne? Also man kann das unterstützen bei der Adipose, das Raucherentwöhnung. Es sind also eine ganze Menge an so Alltagsproblemen, die man damit lösen kann und eben auch schwerwiegende Konflikte. Ihr Schwerpunkt liegt bei der Osteopathie. Was für Behandlungsmethoden gibt es da? Die Osteopathie sucht ja nach den Ursachen einer Dysfunktion und versucht über manualtherapeutische Behandlungsmethoden die Strukturen zu lösen, die gestört sind, und die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen. Das heißt, wie Chefarzt Günther vorhin schon gesagt hat, man kann also eine Störung, die irgendwo im Körper ist, die kann man nicht isoliert betrachten, ja, weil der Körper verfügt über unwahrscheinlich viele Kompensationsmechanismen. Das heißt, anfangs wird vielleicht eine Störung gar nicht so bewusst. Der Körper kompensiert, ne, das merkt der Patient gar nicht. Und irgendwann sind diese Kompensationsmechanismen vermindert. Und dann reicht ein ganz banaler Auslöser, eine Erkältung, ne, und es kommt zu einem Krankheitssymptom. Das heißt, eine Struktur ist bewegungseingeschränkt oder schmerzt, ja, und dann stellen sich die Patienten bei uns vor. Und dann ist es also wichtig, den Menschen als Ganzes zu sehen. Ne, das heißt, wieder eine genaue Anamnese, eine genaue Untersuchung von Kopf bis Fuß, auch wenn er meinetwegen nur ein Schulterproblem hat, schaue ich mir den Patienten von Kopf bis Fuß an. Und die Strukturen, die also gestört sind, können dann gelöst werden. Ja. Jetzt gibt es bestimmt viele, die sagen, klingt total interessant, Hypnose, Blutegel. Was davon zahlt die Krankenkasse? Die Blutegeltherapie und die Hypnotherapie sind Privatleistungen, müssen vom Patienten selbst getragen werden. Die Osteopathie wird mittlerweile von sehr vielen Kassen teilweise übernommen, jedoch in unterschiedlicher Höhe. Mhm. Herr Doktor, was wünschen Sie sich für die weitere Zusammenarbeit? Ja, dass man an solche Methoden zum Zeitpunkt denkt, wo noch alle im Team einen Plan machen und nicht so hinten angesetzt werden oder mit dem Beisatz, wir haben alle unsere Sache gemacht, nun könnt ihr euch noch um den Rest kümmern. Sondern dass man das gleichberechtigt zu vielen anderen sieht und das mit von vornherein mit einplant. Bei akuten Erkrankungen werden die Methoden der Komplementärmedizin nie an erster Stelle stehen. Das sagen auch die Kollegen, die in China damit seit vielen Jahren Erfahrung haben. Das wird dann die Methoden der westlichen Medizin bleiben. Aber bei den chronischen Erkrankungen, bei Dysbalance, wie wir es vorhin aufgeführt haben, da wünschte ich mir, dass man da etwas entkrampfter herangeht und die ganzen Methoden, die ja auch ihre Berechtigung haben, mit anwendet. Damit die Patienten umfassend beraten werden können, braucht man natürlich auch das Wissen darüber. Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und bedanke mich für das Gespräch. Die meisten Deutschen haben zu viel Speck auf den Rippen. Jeder fünfte von uns ist zu dick. Adipositas, Fettleibigkeit, nimmt immer mehr zu, vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen. Jedes vierte Schulkind ist bereits übergewichtig. Hier im Adipositas-Zentrum im Klinikum St. Georg schwört man auf eine konservative Methode, um erfolgreich abzunehmen. Für Christine Hartsch bedeutete früher der Gang auf die Waage nur Frust und Enttäuschung. Die 60-Jährige hat alles versucht, um abzunehmen. Ihre letzte Hoffnung war die Adipositas-Klinik St. Georg in Leipzig. Also ich war eigentlich noch nie gärtenschlank. So, ich habe schon immer so ein bisschen ja, zum Wohlgeformten in meiner Jugend geneigt. Nach der Geburt meiner Kinder wurde es dann halt immer mehr. Man hat sich weniger bewegt. Und zwar ist dann dieses Resultat rausgekommen hier, wo ich voriges Jahr dann gesagt habe, also jetzt ist die Leidensgrenze erreicht. Es haben sich auch gesundheitliche Probleme dann ergeben, Kurzatmigkeit, Knieprobleme. So, und dann habe ich von dem Programm gelesen, der AK Plus hier im St. Georg, und habe gedacht, jetzt oder nie.
Unser Ansatz ist primär ein konservativer. Das heißt, wir wollen alle Möglichkeiten, die man hat, ohne operieren zu müssen, ausschöpfen, um Patienten mit wirklich krankhafter Fettleibigkeit zum Abnehmen zu bringen. Und wir versuchen in einem Programm, das sich einerseits auf die Menge der Aufnahme an Nahrung, andererseits aber auch auf die Psyche und zum Dritten auch auf die Bewegung, die Freude an der körperlichen Bewegung richtet, den Patienten zum Abnehmen zu bekommen. Also ohne diese Therapie, ohne diese gesamte Betreuung, die ganzheitliche Betreuung, hätte ich es nicht geschafft. Wir haben dann auch die Lehrküche einmal im Monat gehabt. Da haben wir uns schon richtig drauf gefreut, weil es gab Rezepte, wo man sonst gar nicht dran gedacht hat, dass man das essen kann und dass es gut schmeckt. Und was ein ganz wichtiger Faktor ist, ist die Alltagsbewegung, also Laufen, Treppensteigen. Was ich ja vorher nie gemacht habe. Das ist dieses Gesamte. Also man muss alles betrachten. Also mit Ernährung alleine schafft man es nicht. Man muss sich bewegen, man muss im Kopf umdenken und den Schalter umlegen. Wir haben den Vorteil, dass wir eben in dieser Zeit dann auch schon die Patienten wirklich psychologisch und physiotherapeutisch und ernährungstherapeutisch so weit eingestellt haben, dass wir sie, und das ist das große Ziel, was wir alle gemeinsam haben, ob nun mit oder ohne Operation, langfristig einen Gewichtsverlust zu halten. So, und dann ist eben das rausgekommen. Jetzt nach einem Jahr 23 Kilo. Und das ist also für mich, für meinen Körper ist das schon ein gutes Resultat. Es sind 3 Kleidergrößen. Spitze, ich kann mir neue Sachen kaufen. Shoppen gehen. Ja. Wer also nicht länger sein Übergewicht mit sich herumtragen möchte, der braucht unbedingt professionelle Hilfe. Und neben den Experten vor Ort unterstützt auch die AOK Plus diese Therapie und übernimmt die Kosten dafür. Über das Thema Adipositas spreche ich jetzt mit Herrn Professor Weimann. Was heißt denn konservative Therapien? Ja, die Frage ist an einen Chirurgen etwas ungewöhnlich, weil konservativ meint, nicht zu operieren oder eine Operation so möglichst lang zu vermeiden. Und der Ansatz von uns ist eigentlich der, dass ein Übergewicht, auch ein krankhaftes Übergewicht, eine Fettleibigkeit ja nicht aus sich selbst heraus eine Indikation für eine Operation darstellt, wie es zum Beispiel eine Blinddarmentzündung ist oder eine Krebserkrankung, sondern dass es ja eine Erkrankung ist, die eigentlich durchaus auch ohne Operation eine Chance haben sollte, sich zu bessern. Wobei das natürlich für den Patienten eine hohe Herausforderung bedeutet und viele Patienten häufig schon durch jahrelange Versuche mit Diäten, die sie zum Teil in Eigenregie durchgeführt haben, schlechte Erfahrungen gemacht haben und irgendwo nach dem Durchbruch suchen. Und so ist unsere Idee, mehrere Konzepte, die allein das Ziel haben, eine Gewichtsabnahme zu realisieren, zusammenzubringen. Man nennt das in der Sprache der Medizin multimodal, mehrere Methoden zusammenzubringen, um damit einen Gewichtsverlust zu erzielen, der dann auch durchaus vergleichbar ist mit dem, den eine Operation bewerkstelligen kann. Das heißt, eine Ausgangsbasis für den Patienten zu schaffen, von einer tieferen Ebene heraus, sein Essverhalten aber auch langfristig umzustellen. Und das ist etwas, was bei den Operationen häufig etwas nur im Kleingedruckten steht. Denn diese Operationen haben langfristig nur Erfolg, wenn der Patient die Gewichtsabnahme, die er dadurch erzielt, nutzt, um sein Leben komplett umzustellen. Und unsere Idee ist es, auch ohne Operation in diesen Prozess hineinzukommen und am Ende ein Ergebnis zu haben, das dem einer Operation entspricht. Eine Methode ist der Einsatz eines Magenballons. Wie funktioniert das? Der Magenballon ist durch eine Endoskopie, das heißt durch eine Magenspiegelung, einzusetzen und kann dann, ich sage es mal, nicht aufgeblasen, sondern gefüllt werden. Er wird mit einer Kochsalzlösung aufgefüllt, im Magen dann sich sozusagen ausdehnen und führt dazu, dass im Magen ein Platzhalter ist, der natürlich realisiert, dass hier irgendwo ein Füllungszustand eingetreten ist, der weitere Nahrungsaufnahme zumindest behindert. Und wir wissen, dass in der Magenwand kleine Rezeptoren sind, die bei entsprechender Spannung, Füllungszustand, dem Gehirn signalisieren, da ist jetzt genug drin, bitte nicht weiter essen. Und das ist der Mechanismus, den dieser Ballon als ein Modul in unserem Programm ersetzt. Viele Menschen, die fettleibig sind, sagen, ich esse gar nicht viel. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, diese Masse an Gewicht. Was sind denn die Ursachen für Fettleibigkeit?
Die Ursachen sind vielfältig und man hat lange Zeit gedacht, dass es ausschließlich etwas sozusagen mit der Maßlosigkeit des Patienten zu tun hat. Das sieht man heute etwas distanzierter. Man weiß sehr wohl, dass es Patienten gibt, die durch erbliche Prädispositionen leichter Fett ansetzen als andere. Das ist unbestritten. Aber natürlich hat es auch mit der Menge an Kalorien etwas zu tun, die man zu sich nimmt, der Auswahl der Kalorien. Und andererseits eben auch mit dem Gegenüberstehenden sich bewegen, um diese Energie auch wieder zu verbrauchen. Und hier ist eine Disbalance, insbesondere auch in unserer Gesellschaft. Viel essen, wenig bewegen, die als Grundlage anzusehen ist und die bei entsprechend disponierten Persönlichkeiten, und wenn dann noch ein Frustrationsessen da drauf kommt, so kann man sich schon sehr wohl vorstellen, wie es eben in bestimmten Situationen dann zu diesem exzessiven Gewichtszunahmen kommen kann. Wenn ich mich jetzt entscheide, mir so einen Ballon einsetzen zu lassen, wie lange dauert dann so eine Behandlung? Der Ballon ist lediglich ein Teil in unserem Behandlungskonzept. Der ist auch nicht mal obligatorisch. Das heißt, es gibt Patienten, die aufgrund von Magenerkrankungen oder speziellen Medikamenten, die das Blut flüssig halten, nicht geeignet sind für diesen Ballon, die wir aber trotzdem in das Programm aufnehmen. Wenn wir den Ballon einsetzen, dann bleibt er in der Regel etwa ein halbes Jahr und wird danach dann wieder entfernt. Wie viel Gewicht kann man durch diese Methode verlieren? Mit unserer Methode kann man verlieren sicherlich im Schnitt um die 25 Kilogramm. Wir haben aber auch Patienten, die 40, 50 und mehr Kilogramm verloren haben. Es gibt natürlich auch Patienten, wie auch bei den operativen Verfahren, es Patienten gibt, die da nicht drauf ansprechen, die unter Umständen nur 10 oder 15 Kilogramm Gewicht abnehmen und vielleicht auch unter Umständen dann auch wieder zunehmen, sehr schnell. Das ist ja das Problem. Wenn man einmal abnimmt, möchte man gern das Gewicht halten bzw. noch ein bisschen verringern. Wie schafft man das? Welche Tipps hätten Sie noch? Ja, bei uns ist es so, dass ein Jahr lang mit den Patienten dann wirklich trainiert wird, das Leben zu ändern, das Essen vollständig zu ändern, das Einkaufen von Essen zu ändern. Und unser Ziel ist es eben nach einem Jahr den Patienten so stabilisiert zu haben, dass er dieses auch selbstständig im Alltag umsetzen kann, wobei wir eine Selbsthilfegruppe auch haben und regelmäßig mit den Patienten im Kontakt bleiben, um zu erfahren, wie es ihnen geht. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der wieder zunimmt. Und da gilt es ihnen sozusagen dann wieder schnell an die Hand zu nehmen und mit Möglichkeiten der erneuten Gewichtsabnahme wieder auf das gezielte, erzielte Gewicht zurückzubringen. Ganz wichtig ist mir, weil wir nur über den Ballon gesprochen haben, vor allem unsere Formula-Diät, das heißt, es ist eine niedrigkalorische Diät, die man sozusagen käuflich erwerben kann und die am Anfang mit 600 bis 800 Kilokalorien täglich gefahren wird, die einen speziell hohen Eiweißanreicherung aufweist, aber in der Glucose und in den Fetten reduziert ist, mit der wir ganz maßgeblich den ersten großen Schritt des Gewichtsverlustes in Gang bringen. Essen ist das eine, Bewegung ist ja das andere. Ich denke, das ist auch eine große Herausforderung, wieder anfangen, sich zu bewegen. Gerade wenn man so viel Gewicht auf den Knochen hat, dann sind die Gelenke arg beansprucht. Da kann man nicht einfach losjoggen. Was empfehlen Sie für Sportarten? Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist ein großes Problem, dass man sich dann in einem Teufelskreis bewegt. Je dicker man ist, umso mehr hat man Probleme mit den Gelenken, umso weniger bewegt man sich und dann nimmt man unter Umständen weiter zu. Sportarten, die für das, den Übergewichtigen günstiger sind, sind das Schwimmen oder Aqua-Jogging, beziehungsweise das Nordic Walking, wo man also sozusagen nur ganz dosiert die Belastung der Gelenke hervorruft. Und andererseits im Rahmen unseres Programms ist es die von einem Physiotherapeuten durchgeführte und dann auch systematisch gesteigerte Physiotherapie mit entsprechend auch der Belastung, die dann das Herz-Kreislauf-System mehr in Anspruch nimmt. Wenn ich jetzt erfolgreich abgenommen habe, 30, 40 Kilo, dann habe ich oft überschüssige Haut rumhängen. Was machen wir hier in der Klinik damit? Ja, wir haben an der Klinik einen sehr erfahrenen plastisch-chirurgischen Kollegen, der gerade mit diesen Eingriffen, der, wir sagen, Fettschürzenreduktion besondere Erfahrung hat, sodass wir da jedem Patienten sagen können, ganz die Ruhe, auch dieses Problem werden wir noch lösen. Es sei denn aber, und das ist die Voraussetzung, die der Patient selbst mitbringen muss, dass es über eine längere Zeit auch eine Stabilität des Gewichts gibt, die dann wirklich auch eine Erfolgsbasis für diese Operation darstellt.
Das sind schöne und positive Aussichten. Dankeschön, Herr Professor. Und Dankeschön fürs Zuschauen und ich wünsche Ihnen alles Gute.